So. Dass die Badehose so viel Energie kostet, was stimmt denn damit nicht? Hat irgendeiner reingeschissen oder warum ist die so schwer? Na? Oh, komm schon. Kann er nicht irgendwie eine Nixe anbeißen oder was? Ariel, kannst du mal bitte anbeißen? Hallo? Kann ich dann schön verkaufen? Gibt ordentlich Geld? Fucking Badehose! Das Badehosengeschäft muss auf dieser Insel boomen! Die verlieren alle ihre Badehose! Das muss das große Geschäft sein. Hier Badehosen verkaufen, das ist das große Geschäft. Kannst hier auf der Insel nichts besser verkaufen als Badehosen. Weil jeder verliert sie. Dornfisch. Jeder verliert seine Badehose. Aber anstatt, dass wir mal einen Bikini angeln oder so, ne, ist uns nicht gewährt. Wir kriegen nur Badehosen. Bikinis oder so, ne. Das ist diskriminierend, muss ich sagen. Das ist eigentlich schon wirklich Diskriminierung. Wir kriegen nur das, was uns nicht interessiert. Wir kriegen nur männliche Badehosen. Ein Bikini oder so. Kriegen wir alles nicht. So, wir schauen mal kurz nach, ob Kaio was geschrieben hat. Oh nein, hat sie nicht mal. Knappe 1700, das ist okay. Das ist 1630, das ist okay. Das ist viel. Let's go. La 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 la. Hallo. Gehen wir mal raus da. Kümmern uns um unser Tiere, Mann. Wunderbar. Heute müssen wir unbedingt endlich unser Zeug analysieren. Es ist so essentiell notwendig. Das wächst nicht mehr. Das Zeug wächst nicht mehr. Das wächst nicht mehr. Ich glaube, es ist tatsächlich einfach so geregelt jetzt in dem Spiel, dass es dann einfach nicht mehr wächst. Kann das sein? Ist das Spiel wirklich so ein Arschloch, dass es dir gar nicht sagt, du, das ist jetzt kaputt oder so, sondern es wächst halt dann einfach nicht mehr. Ist das Spiel wirklich so ein Arschloch? Okay. Ist aber dann schlecht, weil wir brauchen mehr Geld dann. Weil ich muss ja dann heute, das ganze Zeug wegmachen und dann neues wieder aussehen. Und ich sollte eigentlich noch irgendwas aussehen, was ich, Kati die ganze Zeit schenken kann. Ich weiß, dass sie Sonnenblumen sehr, sehr gerne mag. Sind doch schöne Blumen. Sonnenblumen sind schöne Blumen. Ja, ich glaube, da kann man nichts falsch machen mit Sonnenblumen. So, erstmal hier gießen. Je nachdem, ob ich heute dann überhaupt noch genügend Geld habe, um vernünftig irgendwas... ja, ich könnte jetzt einfach bis morgen warten. Komm, wir warten jetzt noch einen Tag. Und wenn wirklich nichts mehr passiert, dann wissen wir sicher, dann ja... Oder können wir das irgendwie analysieren? Nee, können wir auch nicht. Ich weiß halt nicht, ob das jetzt noch wächst oder nicht. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass es nicht mehr wachsen wird. So.
Wunderbar, Rex. So, dann können wir mal unsere Viecher rauslassen. Ich sehe es gerade, Schatzi ist beim Ahornsee-Bezirk. Das ist sehr gut. Da können wir nämlich auch hin. Nachdem wir erstmal umbauen, weil wir alles Mögliche mitnehmen. Dann kann ich aber nicht angeln. Kann ich ja nachher alles machen, ist ja okay. So. Zack, zack. Lalalala. Und zack. Das war jetzt nicht geplant. Und dann kannst du abgelegt werden. Okay, das ist dann eigentlich jetzt das Beste, was ich irgendwie analysieren kann. Komm schon, dann ist das jetzt schon mal analysiert, das hilft. Es hilft sehr, wenn ich das jetzt alles analysieren kann. Und dann gegebenenfalls mein Zeug verbessern kann. Ich habe eine Idee. Ich könnte alles auf einmal analysieren. Oder relativ kurz hintereinander. Wir porten einfach unser ganzes Zeug hoch zum Schmied. Das ist eine gute Idee. Komm, wir nehmen alles, da müssen wir nicht fünfmal hin und her laufen. Wir porten einfach alles da hoch, da oben ist eine Kiste. Komm schon, ist eine gute Idee. Brauche ich nicht irgendwie so ein Kleinod? Warte mal. Lapis Lazuli, den habe ich. Wo habe ich den eigentlich her? Oh, ich muss Honigmelone aussehen. Oh mein Gott, ich brauche eine famose Honigmelone. Oh mein Gott. Ich brauche Tomaten, das weiß ich aber. Aber nee, doch da, blaues Kleinod. Ein blaues Kleinod, kein Problem, das heben wir uns auf. Das kann man alles nicht jetzt übereinander stapeln. Oh, ich habe da sogar besseres Eisenerz, schau mal. Das will ich natürlich auch mitnehmen. Alles hoch, was analysiert wird. Wir analysieren jetzt alles, alles weg. Alles weg. Ich brauche mal Platz. Echt jetzt? Wow, ich krieg die Box sogar voll. Oh mein Gott. Fuck. Ich krieg sogar die Box voll. Wahnsinn. So. So, okay. Jetzt haben wir da endlich mal alles. Und gehen jetzt mal straight hoch. Und werden dort gleich mal alles analysieren lassen. Kann man gleich mal hier ummodellieren, und zwar indem wir dich mitnehmen. Dich, dich. Dann können wir dich reinlegen. Dich, dich. Dich, dich, dich. Ich versuche jetzt mal das Ganze so viel Eisenerz auf einmal wie möglich analysieren zu lassen. Und das war's, okay. Eins muss ja frei bleiben. Ah, ich habe meine Viecher rausgelassen, okay. War ich mir jetzt gerade nicht sicher. Wie viel kostet es mich eigentlich, das alles analysieren zu lassen? Weiß ich jetzt gar nicht. Das weiß ich jetzt gar nicht. Ich hätte mir vielleicht irgendwie auf meiner Liste vermerken sollen, was ich schon habe und was nicht. Das wäre vielleicht nicht allzu dumm gewesen. Ahornsee-Bezirk, wo ist mein Schatzi? Anscheinend auf der anderen Seite. Sie ist zum Gunnerschmiedenbezirk. Das ist okay, da gehe ich sowieso gerade hin.
Das ist okay, aber so viel Zeit muss sein, meine Freunde. Liebe hin oder her. Hi. So viel Zeit muss sein. Das ist wichtig. Okay, wie viel Uhr ist es? Es ist 20 nach 9, Alter. Wo ist sie eigentlich? Ach, keine Ahnung. Ich kümmere mich jetzt erstmal darum, dass das ganze Zeug mal analysiert wird. Das ist jetzt wichtig. Yo! Er gab zwei. Alter, echt jetzt zweimal Eisen, jetzt zweimal Alteisen, wirklich. Eisenerz wurde zu Eisen veredelt, okay. Kupfererz dreimal zu Alteisen? Was ist denn los? Was? Wirklich? Von dem ganzen Zeug wurde ein einziges zu Eisen, der Rest wurde alles zu Alteisen. Wow! Alter, wirklich? Was ist denn das für ein Scheiß? Oh Mann. Nein, nicht Accessoire herstellen. Ja, natürlich. Schau dir das an. Was soll denn das? Hä? Das kann doch gar nicht sein. Das kann doch gar nicht sein! Schau dir das mal an, das wurde alles zu Müll! Wird jetzt nur dieses gute Kleinod, wo ich da habe, wo so ein Stern dran hat, wird das jetzt zu was Besserem? Und der Rest alles zu Müll? Da muss ich das doch gar nicht analysieren lassen! Tatsache! Wow! Okay! Okay! Das Analysieren kostet gar nichts, sehe ich gerade. Das Veredeln kostet aber nichts, okay. Ist trotzdem scheiße. Mein ganzes gutes Zeug wurde alles zum Müll. Toll. Ich habe ein einziges Eisen rausbekommen. Ein einziges. Warum? Komisch. Artikel kaufen. Ich brauche eine Honigmelone. Das ist wichtig. Ich brauche Sonnenblumen. Können wir zweimal machen. Ich will Wassermelonen. Tomaten habe ich ausgesät. Gibt der Mais mehr als Tomaten? Ich weiß es nicht.
Einmal kann ich mir noch kaufen. Und dann könnte ich mir eigentlich... So. Okay. Dann haben wir alles. Jetzt sind wir eh wieder pleite. Das passt mir ganz und gar nicht. Wie sieht denn es aus mit der Gießkanne, wenn ich die jetzt verbessere? Auf Eisen. Kostet das mich was? Wenn ja, wie viel? Kerzen? Wenn ja, wie viel kostet mich das? Weil würde ich schon gerne verbessern. 1000. Weiß ich Bescheid. Veredeln. Kleine Ode und Erze, die du abbaust zu Mire. Sie veredelt sie zu Metallen und Edelsteinen, mit denen du Werkzeuge verbessern und Accessoires herstellen kannst. Naja, sehe ich anders. Sehe ich jetzt gerade irgendwie alles anders. Komisch. Oh, warte mal. Musste ich nicht erst einen Erntewichtel irgendwie... War das nicht so, dass ich erst dem Erntewichtel helfen musste, damit irgendwie richtig Feuer auch wiederkommt? Irgendwie, dass das alles geil funktioniert? Oh, ich weiß es jetzt echt nicht mehr. Fakt ist auf jeden Fall, ich hatte gar keine andere Wahl. Ich musste es jetzt veredeln. Das ist auf jeden Fall Fakt. Es ging gar nicht anders, weil das Zeug muss weg. Ich habe den Platz gebraucht. Jetzt ist es halt so. Das war wichtig. Dann will ich jetzt aber... Will ich mein Zeug jetzt absicheln? Weghauen? Könnte ich eigentlich machen. Könnte ich jetzt eigentlich machen. So, ich will es mal hier ganz runter und da alles... So, um es dann... Zack, zack, zack. Alles wieder abzulegen, weißt? Um dann jetzt wieder, das Essentiellste, so, wieder mitzunehmen und natürlich auch das. Ich will nur kurz für Ordnung sorgen. Das ist mir gerade sehr wichtig. So, okay. Dann ist jetzt mal für Ordnung gesorgt. Dann... will ich dich mal mitnehmen. Die Hacke brauche ich nicht. Wobei, ich könnte sie doch trotzdem mal mitnehmen. Dann will ich die Zwiebeln mitnehmen. Ich will... Wo ist meine Honigmelonensaat? Da. Ich will die Wassermelonen mitnehmen. Ich will eigentlich alles mal mitnehmen. Ich haue da jetzt alles weg. Komm schon, da wächst nichts mehr. Ich würde ja gerne noch einen Tag warten, aber... Naja. Es wächst irgendwie nichts. Also ich kann auf jeden Fall hier nochmal was machen. Ich könnte da den Baum weghauen, dann könnte ich da noch mal ein bisschen was aussehen, auf jeden Fall.